Ich heiße Lessa Löfko und ich arbeite als Projektkoordinatorin bei NGO Komitee der medizinischen Hilfe in Transkarpatien. Unsere Organisation gibt es schon seit mehr als 20 Jahren hier in Uschgorod in der Ukraine und unsere Projekte betreffen vor allem Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung, vor allem mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in den staatlichen Institutionen. Zurzeit natürlich hat unsere Tätigkeit sich voll verändert und wir konzentrieren uns jetzt auf die Nothilfe für die Menschen, die vom Krieg in der Ukraine vertrieben wurden von ihren Zuhausen und einfach auch noch mit humanitären Transporten und Hilfe für Menschen in Not in Osten und Süden der Ukraine. Okay, ein bisschen falsch. Seit dem Ende Februar dieses Jahres hat sich das Leben im ganzen Land voll verändert. Auch wenn der Krieg in der Ukraine schon seit 2014 läuft, der große Angriff von Russland am 24. Februar hat jetzt alle Menschen in der Ukraine unmittelbar betroffen. Das hat auch jeden Menschen berührt und die ganze zivile Gesellschaft, die eigentlich schon innerhalb von letzten 8 Jahren viel gearbeitet hat, viel gemacht hat, hat wieder eine große Herausforderung bekommen. Aber vielleicht dank den Ereignissen, die schon seit 2014 sind, konnten wir uns sehr schnell organisieren. Die zivile Gesellschaft hat sofort den Staat überall unterstützt. Die Menschen konnten sofort einander helfen. Die Menschen, die von Kriegs unmittelbar betroffenen Städten und Ortschaften weggelaufen sind, die wurden empfangen hier in der Westukraine. Also alle Bürger haben einander unterstützt. Wir haben Unterkünfte angeboten. Einige Menschen haben einfach Essen gekocht und immer mitgebracht für die Menschen, die jetzt zum Beispiel an der Grenze gewartet haben, weil sie wirklich in Sicherheit wollten, irgendwohin weit weg von den allen Ereignissen da am Krieg. Und seit der Zeit ist die Zusammenarbeit von allen nichtstaatlichen Organisationen sehr gut. Wir verstehen einander gut. Wir wissen genau, wer sich mit welchen Sachen beschäftigt, wo wir unsere Hilfe auch richten können. Wir haben Partnerorganisationen in Saporizhia, in Dnipro, in Kharkiv. Wir bekommen von ihnen Anfragen und wir können dann gezielt das liefern, was von Menschen dort erwartet wird. Zurzeit sind es wieder Sachen, die mit dem Winter verbunden sind, zum Beispiel. Das sind Notfallstromgeräte, da die Infrastruktur sehr zerstört wurde. Da sind wieder warme Decken, warme Kleider, Kissen, Schlafsäcke, Isomatten, alles, was eben damit zu tun hat, dass die Menschen etwas wärmer haben. Auch in den Schutzkeller, wo sie sich verstecken, aber auch in eigenen Zuhausen, wo sehr oft die Fenster ruiniert, also kaputt sind. Viele Baumaterialien werden jetzt auch gefragt. Und das versuchen wir zu organisieren, auch dank den Partnern, die wir im Ausland haben. Bereits seit Frühling dieses Jahres haben wir die gute Zusammenarbeit mit der Tesom Deutschland und wir haben zwei Projekte, die jetzt auch laufen. Ein Projekt, das war die Lieferung von notwendigen Hilfsmitteln. Das waren die Nahrungsmittel in den Dosen. Das war sehr gefragt, weil das konnten wir weit weg transportieren. Das kann man sehr gut überall aufwärmen. Man braucht nicht extra Einrichtung, kein Gasherd oder etwas. Man kann das einfach in Feuer ein bisschen werfen und dort wärmt es alles auf. Wir hatten Pampers bekommen und Kindernahrung, auch lang haltbare Kindernahrung. Das war gut, weil wir konnten das auch weit weg fahren lassen. Bis Dnipro, Saporizhia hatten wir wirklich viel geliefert. Und außerdem Pampers und Hygienemittel, das war wirklich sehr gefragt und sehr hilfsreich. Und das ist auch jetzt wieder sehr gefragt, weil sehr viele
große Lager, wo diese Sachen aufbewahrt wurden in der Zentralukraine und Ostukraine, die sind ruiniert, die Lieferungsketten sind zerstört, man kann das nicht so einfach in einem Laden kaufen, deshalb die Lieferung von solchen Organisationen wie wir, und wir bekommen das dank zum Beispiel jetzt auch der Disarm Germany, das rettet und macht das Leben von Menschen dort viel einfacher. Und dafür danken wir auch sehr. Zurzeit ist die Situation leider so, dass wir auch nicht das Ende des Krieges sehen jetzt über den Winter und wir kommen wieder in kalte Jahreszeit. Und das macht das ganze Leben schwierig für alle Menschen, die in der Ukraine leben. Und das ist sowohl in Kriegsgebieten unmittelbar, aber auch hier im Westen der Ukraine. Die Infrastrukturen sind zerstört, sehr viel in der Zentral- und Westukraine sind auch die Zentralheizungsanlagen zerstört. Das heißt, es wird jetzt nicht damit gerechnet, dass überall die Zentralheizung funktioniert, dass es warm wird. Man rechnet damit, dass es weder Licht gibt, noch auch die Heizung funktioniert. Viele Menschen und in vielen Häusern, Wohnhäusern, versuchen sie einfach warme Räume zu organisieren. Für Einrichtung von diesen warmen Räumen brauchen wir zusätzlich so Heizkörper oder Decken, Isomatten, Schlafsäcke, alles, was man wirklich, womit man sich wirklich wärmen kann, was man brauchen kann, um wirklich diese kalte Zeiten zu überwinden. Auch in den Schulen zum Beispiel oder in Heimen, wo Kinder ohne Eltern leben, auch dort werden so Räumlichkeiten eingerichtet, wo man sich zusammenwärmen kann. Auch alle Elektrowaren, auch wenn die Elektroleitungen kaputt sind, gibt es Zeiten trotzdem, wo Licht gegeben wird, deshalb so Elektrokörper also Wärmeanlagen sind gefragt oder Wasserkocher, alles, was man einfach den Menschen das Leben im Winter erleichtern kann. Besonders, es ist immer schwierig, die Kinder zu sehen, die vom Krieg, also wegen dem Krieg ihr Zuhause verlassen haben. Aber die Kinder, die bleiben immer Kinder. Und auch bei uns auf dem Lager, wo wir unsere humanitäre Hilfe auch verteilt haben, es gibt auch viele Spielzeuge. Und ein Kind braucht eigentlich nicht viel, um sofort in diesem Moment glücklich zu sein. Sie finden sich ein kleines Spielzeug und wir haben einige Male gesehen, wo wir versuchen als Erwachsene natürlich immer mehr noch, nimm dieses Spielzeug noch und hier ist noch ein Hase und vielleicht willst du noch diese Bleistifte bekommen. Und dann sagen die meisten, nein, nein, lass das für andere Kinder. Ich habe das und ich nehme das und die anderen kommen noch und dürfen das haben. Das berührt dann einen immer, also ja, die Kinder sind immer die Kinder und sie denken auch nicht nur an sich, sondern an andere und das motiviert uns auch weiterzuarbeiten. Wir alle sind motiviert weiterzuarbeiten. Meine Motivation ist, wir sind jetzt hier in diesem Land zu Hause und wir wollen in diesem Land auch bleiben. Und meine Motivation ist, wir sollen unser Land schützen und als Land weiterhin bestehen, dass unsere Kinder, unsere Enkelkinder auch weiterhin hier in einem freien, demokratischen, unabhängigen Staat leben können und eigentlich einfach ihr Leben können und ihre Träume realisieren hier in der Ukraine. Es läuft schon lange, dieser Krieg. Es sind schon mehr als 8 Monate und wir sind alle ein bisschen müde. Aber wir sollen eigentlich immer wieder versuchen, uns zu motivieren, dran zu bleiben, den Mut und den Willen nicht zu verlieren. Und wir danken allen Partnern überall in der ganzen Welt für die Unterstützung, weil auch das hilft uns, den Mut nicht zu verlieren. Wir fühlen uns nicht alleine jetzt hier in diesem Krieg, in diesem Not. Wir fühlen die Unterstützung von überall und das hilft uns sehr.